Guten Morgen, da sind wir mal wieder bei Let's Play Fire Warrior. Ich habe es ja gerade 0:12 Uhr, habe ein bisschen vergessen, dass ich eigentlich aufnehmen wollte. Und dann mache ich das eben jetzt. So, zur Missionsübersicht. Kais, Sie müssen so schnell wie möglich auf die Brücke gelangen. Viele Sektoren des Schiffs wurden schwer beschädigt und Ihr Weg könnte blockiert sein. Sie müssen alle Hindernisse überwinden und den Captain des Schiffs unter allen Umständen beschützen. Gehen Sie auf die Brücke und schützen Sie den Captain. Das werden wir doch glatt machen. So. Jetzt ist das schon wieder eine Weile her, dass ich sie hier aufgenommen habe. Ah, ich muss bestimmt in den Lüftungsschacht. Hui. Aufmunitionieren. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Sind anscheinend diese Kanister hier. Vielleicht irgendwas wie Batterien oder Generatoren, keine Ahnung. So, kriechen war mit Steuerung. Okay. Warnung, die Leitung vor Ihnen hat ein Leck aus dem Kühlgasaustritt. Vermeiden Sie Kontakt. Okay. Na. So, der Firen. Ich und zwei Kumpels haben gerade den ganzen Abend Dota 2 gespielt gegen Bots, also im Koop gegen Bots, um das mal so ein bisschen zu trainieren. Und das hat echt verdammt Spaß gemacht. Da ist jetzt schon eine ganz schöne Umstellung wieder von Dota 2 zu hier. Ich habe jetzt schon eine Weile keinen Shooter mehr angefasst. Oh. Schießt da einer? Ach ja, die schießen hinten wieder mit ihren Ketchupflaschen, ne? Kann es sein, dass ich die nicht erfasse und die mich nicht? Laden wir nochmal nach. Mein Gott. Dieses Spiel ist aber auch schon wieder laut. Oh, jetzt habe ich was richtig gemacht anscheinend. So. Okay. Ja. Ach, scheiß drauf. So, hier müssen wir durch. Hier gibt's nichts zu sehen. Alles klar. Hallo, ich bin schon geduckt. Dürfte ich bitte hier durch? Komisch. Hier gibt's auch nichts. Danke, Hat. Oder was auch immer du bist. Vielleicht auch nur eine, keine Ahnung, Beraterin. Okay. Huch. Alles klar. Wollen wir sie mit einer Granate begrüßen? Nee. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das hat den anscheinend nicht gestört. Oder doch? So, nachladen. Und mal hier runter. Ist das jetzt ein Abgrund? Ach nee, es ist eine Säule. Okay. Das ist natürlich ganz schön sexy hier. Wow. Ah, ich wollte doch mal zurück. Nein. Ach doch, jetzt geht's wieder auf. Ah, okay. Hilfe. So, hier gibt's nämlich noch Munition und hier gibt's aber bestimmt noch andere schöne Sachen. Zum Beispiel noch mehr Munition und gar nichts zum Beispiel und abstrakte Kunst gibt es auch noch für Lau. Und jetzt ist hier die Tür zu. Ach, ich muss hier bestimmt nachher weiter. Oder auch nicht. Je nachdem. Mal schauen. Ich werde das Spiel noch ein Stückchen leiser machen.
So, habe ich jetzt überhaupt noch was? Ja, mehr ist genug. So, komm mal her, du. Was gibt's hier Schönes? Ach so, genau das. So, hier geht's natürlich nicht lang. Hier brauchen wir auch einen blauen Schlüssel. Da ist eine grüne Tür. Oh, dieser Alarm. Der ist gar nicht nervig. Aha. Wow, Leute. Hilfe. Kam mir gerade von hinten, oder welche? Nein. Wow, der Schild ist ganz unten. Dann schnell nochmal nachladen. So. Sie müssen den Strom für die Ventilatorensteuerung einschalten. Der Knopf befindet sich im Computerkern. Oh, geil. Richtig fetter Tauanzug. Ja, da kenne ich mich mit den ganzen Bezeichnungen nicht so aus. Spontan würde ich sagen, XV8 ist halt ganz schön breit. Weiß ich nie. So. Hier ein Space Marine. Was hat denn der für einen komischen Helm? Naja, egal. So. Hier gibt es eine Pistole. Hier geht es natürlich auch nicht weiter. Jetzt geht es dafür anscheinend hier weiter. Achso, wir haben jetzt einen blauen Schlüssel, alles klar. Moment, hier gab es ja noch eine andere Tür, die man mit einem blauen Schlüssel öffnen konnte. Ich weiß es doch ganz genau. Sag ich doch. Muni, Muni und Muni. Und ein Datenlog, was wir nicht lesen können. Und Muni? Ne, wir sind voll. Voll bis zum Rand. So. Dann mal weiter. Oh, dieser Alarm, ehrlich. Schuld aufladen lassen, falls hier noch einer rumkriecht, aber ne, sieht nicht so aus. Bestimmt E drücken. Alles klar. Ja, jetzt sind hier natürlich Typen. Jetzt gibt es dafür einen anderen komischen Alarm. Auch schön. Ich muss nachladen. Oh, oh. Na los, komm schon rein. Na los. Uiuiui. So, jetzt den noch. Oh, oh. Ist hier noch ein Kollege? Ach so, das ist gar kein Alarm. Das macht einfach abgespacede Geräusche, das gute Teil hier. So, die Heilung noch mitnehmen. Und dann mal weiter. Wo führt es uns jetzt hin? Ach, jetzt durch die Tür her natürlich. Ja, genau. Oha. Das sieht sehr gesund aus. Huch. Ein armer Techniker. Gut, der Techniker hat es überlebt. Das ist schon mal schön. Ey.
Nein, ich hab schon wieder. Ja, ich hab schon wieder das Messer gezückt. Hilfe. Nachladen muss ich, oder? So. So, okay. Das kämpft sich ja echt ein bisschen blöd. Hey Kollege, du könntest mir mal helfen. Weißt du schon, ne? Irgendwo ist denn einer? Genau du. Ich habe Ihnen Zugang zu diesem Gebiet gewählt. Ah, du bist ein Schatz. Jetzt freue ich mich aber. So, da ist eine Leiter. Das verleitet mich jetzt dazu, hier runter zu gehen. Weil ich diese Leitern so liebe, fahre ich erstmal wieder runter. Toll. Sehr schön. Natürlich erstmal wieder dort lang gehen, wo es nicht lang geht, hoffentlich. Oh, doch. Ja. Hey, ihr. Lasst meinen Kollegen in Ruhe. Halte durch. Sehr schön. Ja, okay, der hätte anscheinend so oder so überlebt, weil sonst hätte uns das ja niemand mitteilen können. Dann bringen wir doch mal einen Sprengsatz an. Oh, man muss natürlich E gedrückt halten. Nicht benötigte Zugangswege werden versiegelt. Oha. Oh, Hilfe. Also diese Granaten schnipsen ja aber auch wie Flummis durch die Gegend. Okay. Munition gab es ja wohl keine mehr. Entfernen Sie die Blockade im Kino. Ach, das ist ja das Kino. Wollen wir mal gucken, was es hier so zu sehen gibt. Das hier sind Codes hier unten links zu sehen. Oh, hier weiß ich nicht mehr, wie das Teil hieß. Dornenhai? Nee, oh, puh. Das hier ist ein Ding mit Buchstaben. Ach, hier soll bestimmt nicht telefoniert werden. Mensch, das ist ja wie im richtigen Kino. Wunderbar. So. Warum ist der Gang hier so lang und wieso passiert hier nichts? Eingehende Funkübertragung. Ich sage, wir stehlen dieses Schiff und testen es. Ich werde nicht auf unser Schiff zurückkehren. Es ist ein Schlachthaus. Genau, lass die verfluchten Space Marines gegen die Dinger kämpfen. Bleibt auf Posten. Nein. Wow. Hilfe. Wer hatten sich bitte schon die Leiter hier an der Stelle ausgedacht? Das ist ja super. Hey, ja. So. Nachladen. Das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Irgendjemand verschießt hier komische Sachen. Wow. Du mich auch. So. Du auch noch. Und dann wäre der Raum auch erledigt, denkst du?
Jetzt aber, oder? Ich hoffe doch. So. Ein bisschen Gesundheit. Noch ein bisschen Gesundheit, die wir nicht brauchen. Dann nochmal gucken, was da hinten war. Auch Gesundheit. Verschlossene Türen. Okay. Der Schacht, von dem wir herkommen. Also ich sag mal, das Spiel ist bisher relativ einfach. Relativ. Ein Kollege. Und der fällt erstmal vor lauter Scham in die Wand rein. Huch. Nein. Ich wollte ihn doch so unbedingt retten. Boom. Okay. Es ging ja noch hinten weit. Ja, jetzt ist die Tür natürlich verschlossen. Schade. Ich erkunde ja gern. Auch wenn das hier nur bedingt möglich ist, dann will ich es erst recht mitnehmen. Aber dazu bekommen wir keine Chance mehr. Aha. Mit welcher Begründung? Ich habe diese Tür aufgeschlossen. Sie müssen weitergehen. Was? Kais, dieser Turbolift bringt Sie direkt zur Brücke. Weiter kann ich Ihnen allerdings nicht helfen. Ihr Befehl lautet, die Brücke zu säubern und zu sichern. Okay. Kriegen wir da hin. So. Hallo Freunde. Oh, keine Granaten mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Huch, von wo kamen wir jetzt? Wir kamen von dort. Also gehen wir hier mal ganz systematisch lang. Und da knallt's. Und hier gibt's auch nichts. Nee, ach, ich komme von hier. Ah, alles klar. Gut, hier geht's auch lang. Mhm. Was ist denn auf der Seite? Noch ein paar Imperiale. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Ach, am besten gleich hier. Wenn wir einmal hier sind, wahrscheinlich verlaufen die Wege dann eh irgendwo zusammen. Huch. Oh, kein Gegner. Erstaunlich. Alter Schwede, passt hier viel Munition rein. So. Zwei Granaten. Ja, Granaten wären nicht schlecht, wenn wir noch mehr hätten. Okay. Leben. Und ein Techniker, der sich in der Dusche versteckt. Hallo. Ja, das sieht natürlich höchst gemütlich aus, aber wir haben keine Zeit zum Rasten. Wir müssen schnellstens auf die Brücke. Und trotzdem gehe ich nochmal auf der anderen Seite gucken, ob es dort auch nochmal Munition gibt. Denn eine Granate oder sowas, das wäre jetzt echt ziemlich praktisch. Also mal schauen. So. Noch ein Techniker. Munition brauchen wir nicht, Leben brauchen wir nicht. Hier gibt's Granaten. Jawohl. Hat sich schon mal gelohnt. Ich möchte nämlich jetzt viel mehr Granaten einsetzen. Auch wenn es gar nicht notwendig ist. So, noch eine Kabine. Okay. Dankeschön. Alles wird gut. Huch. Also wenn mir ein Typ sagt,
alles wird gut und im nächsten Moment gegen die Wand rennt, dann hätte ich auch keine Hoffnung mehr. Ach, du schon wieder. Bums. So. Okay. Damit hätten wir dann alles, hoffentlich. Cool, Kollegen. Sichern Sie das Gebiet und warten Sie auf Verstärkung. Kommen jetzt von hinten. Hahaha. Voll die Epic Lounge Music. Ja, von wo kommt denn jemand? Das wäre doch in der Tat sehr interessant zu wissen. Hier gibt es Heilung. Und da drüben gäbe es noch mehr Heilung. Muss ich erst was aktivieren? Nee. Also ich glaube, irgendwas geht hier gerade nicht richtig. Oh, nein. Was gibt's hier noch zu sehen? Granaten. Hier sind auch noch Zimmer. Huch. Munition. Nein, 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 nein. Xenos heißt einfach nur Außerirdischer. Wow. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ah. Nein, 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 nein. Wow, alter Schwede. Wie schnell ging denn das jetzt? So, da bin ich nochmal kurz. Um euch und mir den Frust zu ersparen, habe ich das Video jetzt mal etwas verkürzt. Ich habe dann eigentlich nochmal zwei Versuche gestartet, sind beide aber gescheitert und ja, ich hoffe, ich kann dann beim nächsten Mal einfach an der Stelle weiterspielen. Mal schauen, ob wir dann mehr Glück haben. Ansonsten ist das wahrscheinlich so eine typische Fruststelle. Da hätte man den Speicherpunkt auch kurz davor setzen können. Das wäre wesentlich angenehmer gewesen. Na gut, werden wir schauen, wie wir das dann beim nächsten Mal meistern. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Euer Nick.